Und das hier mit den Waren Rheinheimer Friedhof ist auch was Spezielles. Hier sieht man da die Spinnweben rumfliegen oder rumhängen. Das habe ich gestern schon mal probiert, das ist jetzt nicht gegangen. Also hier, das kann man nicht rausmachen, weil die Münze nicht reingeht. An der anderen Seite probiert, da. Das ist auch nicht. Bei dem ist es gegangen, da hat das einer schon eine Münze im Wagen geholt. Das ist wahrscheinlich der einzigste Wagen, wo es geht. Die anderen gehen einfach nicht raus. Euro, keine Chance. Und hier habe ich gestern schon mal freigeschnitten. Das eine hier, das war überhaupt total verwachsen. Das ist den Steingang gesehen, das von dem Findelkind. Die tragische Geschichte, die hier passiert ist. 2004. Das Kind ist abgelegt von einer Kirche in der Kirche. In der Kirchstraße hier in Rheinheim. In Stufen, war ich schon tot. Und das war total zugewachsen, das haben wir gesehen. Da habe ich das satte Blutopfer gebracht an der Rose. Und da wollte ich jetzt heute mal, da bin ich jetzt heute mal hergekommen, weil es ja ein total schöner Obelisk ist, aber der ist total dreckig. Und da will ich heute mal gucken, ob ich den wieder sauber kriege. Weil das sieht total schön aus. Wollen wir mal sehen. Und auch wenn es nicht so einfach ist, was man sieht, auch, das ist so richtig fett gespackenes Zeug, da kriegt man ihn doch wieder sauber. Wo ein Wille, da ein Weg. Ich gucke jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Ein bisschen dauern. Das ist halt so richtig draufgebackenes Zeug. Ja, die Sonne scheint ja jeden Tag drauf. Das dauert einen Moment, aber ich bin zuversichtlich, dass es was wird. Innerhalb von kurzer Zeit vom Schanzweg zum Schmuckstück. Das ist natürlich nicht so einfach. Eine ganz schöne Schrubberei. Aber ich sehe es ja. Wahnsinn. Ich bin schon mal gespannt, wie es aussieht, wenn es sauber ist. Das dauert noch einen Moment. Man kann schon mal so die Anfänge erkennen. Sieht jedenfalls schon mal anders aus. Das ist ein wahnsinnig schöner Stein und sowas lässt man einfach verkommen. Das ist ja mit Spendengeldern hergestellt, weil ja keiner weiß, wer die Mutter war, die das Kind dahin gelegt hat. Was der allein schon gekostet hat, der Stein. Unglaublich. Also ich muss schon sagen, wenn man da so hinguckt, das fällt ja ganz gewaltig auf. Das ist ja unglaublich. Was für ein schöner Stein ist das, wie der ausgesehen hat. Das ist natürlich nicht sauber, ich muss ein bisschen weitermachen, aber hey. Unglaublich, dass man das jahrelang einfach zusieht und niemand was macht. Gibt's sowas? Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so schön aussieht. Wenn ich es mal so rundherum sauber gemacht hat, dann kriegt es halt nicht mehr so ganz 100% sauber, weil sich das schon reingebacken hat. Weil hier scheint ja jeden Tag die Sonne. Das wäre schon ein paar Jahre so gewesen. Ich habe das jetzt halt mal richtig sauber gemacht. Das kriegt mir dann nicht mehr so ganz hin, aber sieht schon toll aus. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass das so ein schöner Stein ist, mit so einer schönen Einfassung. Wow, ich bin durch das hin und weg. Wie schön. Das ist das Vögel, das sieht man jetzt mal bitte. Das Köpfchen. Das kann man sehen, verdorrter Dreck. Trauriger Ort. Aber jetzt ist es wieder hübsch. Wie der Ober haben bestimmt alles mit angesehen. Jeden Tag eine gute Tat.